Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Schön, dass du hier bist im wunderschönen Wald. Ich möchte dir heute zeigen, wie man Fichtenspitzenhonig ganz einfach selber herstellen kann. Denn das ist ein super Mittel bei Erkältungen und Husten, denn er hilft sehr gut beim Schleimlösen und Abhusten. Man sammelt die Triebe von April bis Juni, am besten dann, wenn sie innen noch schön weich sind. Der Geschmack ist zitronenartig, aromatisch, etwas bitter und harzig. Man kann sie verwenden im Salat, als Erfrischung beim Wandern, als säuerliches Gewürz oder im Honig. Und genau das möchte ich dir jetzt zeigen. Hier ist schon mal ein schöner Fichtenzweig. Man erkennt die Fichte sehr gut an diesen spitzen, kleinen Nadeln, die ungefähr 1 bis 2 cm lang sind. Sie sind dunkelgrün und vierkantig. Da gibt es ja diesen tollen Spruch, die Fichte sticht, die Tanne nicht. Man erkennt die Fichte natürlich auch sehr gut an ihren Zapfen, die nach unten hängen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es bei den Nadelgehölzen auch die giftige Eibe gibt. Aber im Gegensatz zur Fichte hat sie keine Zapfen, sondern Beeren. Und ihre Nadeln sind auch ganz weich und flach und leicht biegsam. Sie können sich nicht so leicht vom Zweig lösen. Eigentlich kaum zu verwechseln mit der Fichte. Hier sieht man die tollen Fichtenspitzen, die wir jetzt gleich für unseren Honig sammeln wollen. Für den Fichtenspitzenhonig nimmt man ein gut verschließbares Glas und man rechnet ungefähr für 500 Gramm Honig nimmt man ungefähr 50 Gramm Fichtenspitzen. Ich mache das alles mehr nach Gefühl, habe jetzt hier schon ein Glas vorbereitet, schon beschriftet, habe jetzt unten schon ein wenig Honig reingefüllt und fülle jetzt erstmal mit Fichtenspitzen auf. Und dann gehe ich zu so einem schönen Fichtenbäumchen, verbinde mich erstmal mit dem Baum und sage danke, liebe Fichte, für ein paar deiner Spitzen und für den tollen Honig, der daraus wird. Ich pflücke dann immer von einer Fichte nur ein paar Spitzen und gehe dann lieber zur nächsten Fichte weiter. Und das tue ich jetzt. Danke, liebe Fichte, dass du mir ein paar deiner schönen Spitzen schenkst. Für diesen leckeren Honig. Dass der schön heilsam wird und sehr gut hilft bei Husten und bei Erkältungen. Danke dir. Jetzt gehe ich erstmal weiter zu den nächsten Bäumchen und ich sammle jetzt erstmal ein paar. So, jetzt habe ich ein halbes Glas voll davon gesammelt und hier schütte ich jetzt dann nochmal Honig drauf. Das Ganze lässt man dann ungefähr mindestens 2 Wochen bei Zimmertemperatur stehen. Und dann ist der leckere Fichtenspitzenhonig fertig. Ich finde den auch übrigens nicht nur bei Erkältungen lecker, sondern nasche auch so gern mal davon. Das Ganze verrühre ich dann zu Hause nochmal schön und lasse es dann stehen. Und das ist dann der leckere Fichtenspitzenhonig. Fichtenspitzen enthalten sehr viele ätherische Öle, Harze, Vitamin C und Gerbstoffe. Sie wirken hustenlösend, auswurffördernd, blutreinigend und sind bei Frühjahrsmüdigkeit sehr zu empfehlen. Außerdem haben sie eine keimtötende Wirkung bzw. wirken sie hemmend auf die Ausbreitung der Krankheitserreger. Also liebe Leute, stellt euch doch diesen leckeren Fichtenspitzenhonig her. Für eure Gesundheit und einfach weil es lecker ist. Falls euch es gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal oder besucht mich mal auf meiner Webseite. Ich freue mich. Alles Liebe, bis jetzt wünscht dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.